Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio mit Space Age. So heißt das DLC. Wir sind immer noch auf Kleber. Und ich habe hier etwas gebastelt für die Kupferverarbeitung. Denn letztes Mal haben wir festgestellt, für die Nährstoffe ist der Kupferzyklus einfacher als der Eisenzyklus, denn für den Eisenzyklus brauchen wir ein Nebenprodukt aus dem Kupferzyklus. Hier haben wir die Farm selbst und hier haben wir das Setup, um aus den ich kann das immer noch nicht aussprechen, Yumako Samen herzustellen. Die geben wir dann gleich wieder oben rein. Aber auch Brei. Und aus Brei stellen wir dann gleich die Nährstoffe her, geben die zurück in die Maschinen und haben so einen Zyklus und dann hier oben einen Überschuss, den wir verwenden können. Hier unten haben wir zwei Bänder, eines für den Brei selbst und eines für allfälligen Unrat, denn beispielsweise wenn wir hier zu lange Brei drin haben, dann wird der Brei zu Unrat und wir müssen den irgendwie loswerden. Nun, an diesem Ende haben wir hoffentlich Nährstoffe auf diesem Band und Brei auf diesem Band. Und das heißt, wir können grundsätzlich mal dieses Setup hier kopieren. Das stimmt natürlich nicht. Hier haben wir dann Brei. Brei. Hier haben wir aber die Kupferbakterien. Hier haben wir auch die Kupferbakterien. Und dann, ja, ich denke, hier haben wir auch die Möglichkeit, Unrat zu bekommen. Aber wir brauchen auch Nährstoffe. Nährstoffe bekommen wir von diesem Förderband hier. So. Da machen wir noch einen Filter drauf für die Nährstoffe. Und dann das muss in diese Richtung und dann müssen wir irgendwo auch noch machen wir doch die brauchen wir nicht und das geht unten raus. Dann hätten wir das Ganze auch kompakter bauen können.
das hier. Hierhin und hierhin. Der Brei ist unten. Okay. Machen wir das so. Und dann... Hier. Die Kupferbakterien. Hier auf. Und die verfrachten wir hier nach unten. Und dann nach drüben. Die Kupferbakterien, die dürfen verdarben, denn wenn die Kupferbakterien verdarben, dann werden die Kupferbakterien zu Kupfer. Und das ist eigentlich genau das, was wir wollen. Und mit dem Kupfer können wir dann, oder mit dem Kupfererz, die Bakterien werden nicht zu Kupfer, sie werden zu Kupfererz. Gehen wir hier mal runter. Und da werden wir ein Setup machen wie hier. Nur, dass wir hier Kupfererz anbieten oder filtern. Und dann brauchen wir eine Schmelze für Kupfererz. Und wir werden hier etwas Platz lassen, denn wenn das unsere unterste ist für Eisen, dann brauchen wir wahrscheinlich noch eine zweite für Eisen. Wir brauchen auch eine für Stahl. Und wir können dann Kupfer irgendwo hier oben beginnen und das nach oben verfrachten. Aber zuerst brauche ich da mehr Förderbänder, um das Ganze fertig zu bauen. Und dann können wir schauen, wenn wir das Ganze anlassen. Das Setup hier sollte funktionieren. Hier vorne haben wir die Umwandlung von Jumako in Brei und dann aus Brei die Nährstoffe, welche das Ganze füttert. Und dann hier hinten die Kupferbakterien und hier ein bisschen eine Aufteilung. Denn den Unrat, den wollen wir hier loswerden. Denn der geht dann hier in diese Verarbeitung, wo wir Kohlenstoff draus machen und den dann verfeuern können. Und hier haben wir eine Feedback-Schlaufe für die Früchte, die wir da wieder zurückgeben, bis sie entweder verdorben sind oder fertig verarbeitet. Denn wir werden hier eine
eine Ernte haben und vielleicht können wir das gleich mal demonstrieren, indem wir hier einfach mal anschließen. Und hier werden wir wahrscheinlich nicht einen gleichmäßigen Output haben, sondern wenn wir ernten, dann haben wir eine große Menge, die wir da rausbekommen. Und wenn wir nichts ernten, dann wollen wir ja trotzdem so viel wie möglich verarbeiten können. Und wenn die Früchte dann einfach hinter der letzten Aufbereitung, hinter dem letzten Aufbereitungsschritt da auf dem Band liegen und verderben, hat niemand wirklich etwas davon. Und hier sehen wir die ersten Früchte, die kommen rein. Initial haben wir auch etwas Holz und Unrat dabei, aber das sollte nur anfänglich so sein, denke ich. Ansonsten können wir zumindest den Unrat, den haben wir hier ja sowieso schon mal abgehakt, und Holz könnten wir natürlich auch auf das gleiche Band wie den Kohlenstoff geben und den dann verfeuern. Aber hier sehen wir, wie das funktioniert. Und da kommen die Bakterien raus. Sind nicht allzu viel, aber irgendwo müssen wir ja den Anfang machen. Und hier haben wir dann noch ein Setup, wo wir Brei mit einem schnellen Förderband zu unserer Eisenverarbeitung bringen können, so dass wir da dann mit dem Brei da entsprechend nachlegen können und nachhelfen für die Verarbeitung. Ah, und hier braucht es einen Filter für das hier. Für Unrat. Irgendwann werden die Nährstoffe verdorben, dann gehen sie durch und wir werden Kohlenstoff daraus herstellen. Und in der Zwischenzeit gehe ich da mal nach drüben zur Eisenverarbeitung. Hier können wir sehen, die Kupferbakterien sind bereits zu Kupfererz zerfallen, und schaue mir mal an, ob ich für Eisen etwas Analoges hinbekomme. Wenn ich hier so schaue, haben wir hier eine Farm. Okay, hier haben wir recht großzügig mal abgeerntet, und da wird es wahrscheinlich ein Zeitchen dauern, bis wir hier wieder was ernten können. Insbesondere da hier der Ausgang voll ist. Und möglicherweise brauchen wir hier mehr mehr Farmen für das ganze Dings, so dass wir mehr Kupfererz produzieren. Das ist vielleicht so etwas, wo wir die richtige Balance noch finden müssen.
Aber wie gesagt, ich schaue mal, ob ich da was für Eisenerz in die Gänge bekomme. Noch kein Fortschritt bei Eisen, denn ich war etwas hier und habe mir das Ganze angesehen. Und da gibt es noch Potenzial für Verbesserungen. Ein Teil habe ich bereits angegangen. Beispielsweise hier unten haben wir eine Kiste, wo wir Kohlenstoff zwischenlagern. Denn wenn das voll läuft, konvertieren wir den Unrat nicht mehr. Und momentan verbrauchen wir einfach zu wenig Energie, als dass wir den Kohlenstoff, den wir hier ansammeln, auch wirklich verfeuern. Und etwas anderes, was mir aufgefallen ist, ist, wir produzieren viel zu viel Nährstoffe für das, was wir brauchen. Und somit habe ich hier begonnen, die einzelnen Reaktoren umzustellen, sodass wir mehr von dem Brei herstellen und nicht so viel von den Nährstoffen, denn wenn die einfach hier so auf dem Band liegen und verrotten, nützt das niemand was. Und hier oben bin ich dabei, immer wieder ein paar Samen rauszunehmen, so dass ich da die künstliche Erde, die gute Erde, herstellen kann, damit ich hier das Anbaugebiet für unsere große Farm vergrößern kann. Alles, was grün ist, können wir bepflanzen. Wo wir gelb haben, da müssen wir erst noch den richtigen Boden legen. Aber wir haben hier einen guten Output. Und es ist fast so, dass wir hier zu wenig Bioreaktoren haben, um das Ganze auch entsprechend umzusetzen. Und das Ziel, das wir haben müssen, ist, dass wir möglichst schnell die Materialien verarbeiten, bevor sie verderben. Und gleichzeitig wollen wir nicht unbedingt einen Überschuss an Nährstoffen produzieren. Ich glaube, hier haben wir inzwischen etwas mehr Brei, als wir hier mit den Reaktoren umwandeln können. Aber es schaut nicht allzu viel Bakterienkulturen raus. Darum denke ich, werde ich hier mal versuchen, ein bisschen ein anderes Layout zu machen, wo wir an vorderster Stelle vielleicht zuerst aus Unrat Nährstoffe herstellen und dann aus Brei so ein Setup als nächstes haben und dann vielleicht mit etwas Logistik kontrollieren, produzieren wir zusätzlich produzieren wir Nährstoffe aus dem Brei. Oder haben wir für den Brei eine bessere Alternative? Und wenn wir jetzt hier sehen wir schön, welche Felder wir noch umwandeln müssen. Und es dauert ein bisschen, bis ich da die ganze Erde zusammengesammelt habe, um das sauber machen zu können. Wenn ich noch 50, ja,
Das sind wieder 20 Stück Erde, die ich hier verlegen kann. Und irgendwann haben wir hier dann das ganze Feld voll. Und wir können da etwas mehr aus unserem Quadrat rausholen. Aber ich probiere hier unten mal ein bisschen anderes Layout aus, das uns hoffentlich einen besseren Output an Kupferbakterienstämmen gibt. Das sieht etwas besser aus hier unten. Wir könnten wahrscheinlich ein paar mehr Bioreaktoren für Kupfer brauchen. Aber wenn wir hier oben rumgehen, wir haben genügend Nährstoffe und wir produzieren eigentlich nur mit diesen beiden Bioreaktoren. Und dieser hier, der läuft nur sporadisch, wenn wir hier bei diesem Gate zu wenig Nährstoffe haben, dann produzieren wir hier aus Brei etwas mehr. Der Rest, der kommt hier aus der verdorbenen Ware. Und dann hier unten all der Unrat, den wir nicht verbrauchen, wandeln wir hier in Kohlenstoff um. Und das ist so ein bisschen eine ficklige Sache, weil wir brauchen hier den Unrat, den wir zum einen in Nährstoff umwandeln, aber wir müssen das Ganze auch gleichzeitig wieder befüttern, sodass wir mehr Nährstoff produzieren können. Aber zumindest bei den vorderen vier Reaktorenpaaren scheint das zu funktionieren. Ich habe das Gefühl, hier hinten, da bleibt einfach zu wenig Unrat übrig, als dass wir hier dann wirklich was machen könnten. Denn wie wir sehen, hier der Unrat hat sich da erübrigt. Und hier staut sich der Kohlenstoff auch bereits wieder. Und das Einzige, was mir nicht so gefällt, ist hier bei diesen Teilern. Denn wenn direkt vor dem Teiler ein Nährstoff liegt, dann springt der Teiler nicht an, aber dieser Greifarm kann diesen Nährstoff auch nicht greifen. Darum müssen wir dann hier warten, bis der Nährstoff zu Unrat geworden ist, bevor wir hier dann effektiv den Umbau vornehmen können. Und uns bleibt hier etwas Brei übrig und diesen Brei können wir dann abzwacken für die Eisenherstellung. Und ich denke, ursprünglich habe ich geplant, das hier drüben zu machen, aber hier haben wir auch ein passendes Biom und das ist wesentlich näher und die Distanz, die wir zurücklegen müssen, die ist relevant, wenn wir hier mit verderblicher Ware am Hantieren sind. Und was wir hier auch sehen, wenn wir Reaktoren haben, die zu lange was in der Hand halten, also Greifarme, dann wird das auch zu Unrat. Und darum haben wir hier gelegentlich Unrat auf dem Band, der von oben kommt und nicht erst hier unten
hier unten verfällt. Was wir hier allenfalls dann noch machen könnten, ist mit etwas Tempomodulen wir können hier Tempomodule anfordern. Zumindest 100 sollte ich eigentlich da rumliegen haben. Sogar 600, die wir da abzwacken können. Denn wir wollen sicherstellen, dass die Verarbeitung hier möglichst schnell vonstatten geht, so dass wir die Ware nicht auf den Bändern liegen haben, sondern möglichst schnell von den Yumako-Früchten bis zu den Kupferbakterien die Verarbeitung machen, denn wir haben es gibt im ganzen Ding gibt es zwei Teile, die stabil sind. Eines ist der Unrat, welcher nicht besonders wertvoll ist, und das andere ist der Kohlestoff. Und hier müssen wir einfach mal schauen, wie kommen wir da weiter. Aber ich denke, mit diesem Setup sind wir in einer einigermaßen guten Ausgangslage. Wir wissen ungefähr, wie wir das Setup machen müssen für Eisen, sodass wir das dann das nächste Mal angehen können. Also, bis dann und tschüss!